Was hast du dich bloß so gestresst? Die Leute sind doch ganz in Ordnung. Der Spruch heißt genau von gesehen. Hör zu. Das haben wir alles hauptberuflich. Siehst du den Wagen? Also verpisst euch, bevor ihr nicht mehr willkommen seid. Ich finde, du solltest... Schaut mal ein Peng aus. Ihr sollt euch verpissen, solange ihr noch pesen könnt. Niemand? Niemand schleppt einen Fleischberg wie dich an, es sei denn, etwas sagen oder was zu sagen. Stimmt's, Stumpi? Pass auf, Mickey. Du gibst uns einfach die Kohle zurück und behältst den Wohnwagen. Scheiße, was soll ich mit dem scheiß Wohnwagen ohne scheiß Räder? Was soll das werden? Ist der scharf auf einen kleinen Feind? Aber meine Leiche! Jetzt geht schon, geht! Mann! Lass dich nicht prügeln, Mickey, denn du weißt genau, was passiert, wenn du anders. Nicht prügeln. Oh, das heißt. Beruhig dich, okay? Leck mich. Du willst das Geld? Okay, fair deal. Wir machen Fight. Nur wir beide. Kein fairer Fall für dich, hm? Du hast es so gewollt! Du hast es so gewollt! Du hast es so gewollt! Küss die Erde, Mann, und bleib gefälligst da unten liegen. Du wirst nicht aufstehen. Leg dich in den Dreck! Auf diese Treppe, du fettes Arschloch! Vorlauf des Klacks! Okay, Leute. Geh wieder runter auf die Knie. Oder du wirst das nächste Mal nicht mehr aufstehen. Oh, scheiße, du Pisser. Das ist krank. Ich hau ab. Du gehst nirgendwo hin, du Zicke. Du bist erst, wenn das hier vorbei ist. Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Wie sich rausstellt, ist dieser eloquente, tätowierte Gypsy Bareknuckle Box Champion. Boxen ohne Boxhandschuhe, womit er noch härter drauf ist als ein Sargnagel. Allerdings interessiert Tommy das im Augenblick gar nicht. Wenn Gorgeous nicht in den nächsten Minuten wieder aufwacht, dann ist klar, dass er zusammen mit ihm beerdigt wird.